Wo ist dieser Schatz? Immer dieser gleiche Traum. Schon vor einer Woche, jetzt wieder. Vielleicht ist diese alte Kirche verhext, dass ich so auf so merkwürdige Gedanken komme. Ägypten. Die Pyramiden. Scheinst du immer in einem so kritischen Augenblick? Manchmal auch anders. Als gute Idee oder als Ausweg. Irgendwie taucht das Warnsignal immer auf. Nur die meisten Menschen erkennen es nicht. Sie haben nicht gelernt, auf Zeichen zu achten. Oder sie sehen da Zeichen, wo keine sind. Und der Schatz? Wenn du etwas über deinen Schatz erfahren willst, musst du mir den 10. Teil deiner Schafe geben. Möchtest du nicht lieber einen 1/10 des Schatzes? Wenn du mir etwas versprichst, das du noch nicht hast, wirst du den Willen verlieren, es zu erreichen. Wo ist Paolo? Wo ist Paolo? Wo ist Paolo? Was soll ich bloß tun? Mein ganzes Geld ist weg. Ich bin wie alle Menschen. Ich sehe die Welt so, wie ich sie gerne hätte. Nicht so, wie sie wirklich ist. Jetzt werde ich allen Menschen misstrauen. Ich werde an dem wenigen, das ich habe, festhalten. Weil ich zu klein bin, die ganze Welt zu umarmen. Euch habe ich noch. Euch habe ich noch. Urim, Tumim. Ihr seid jetzt mein ganzer Schatz. Da bin ich nun. Ohne Schafe, ohne Schatz. Nur mit den 2 Steinen. Was hatte der Alte gesagt? Ich soll eine präzise Frage stellen. Ist der Segen des Alten noch bei mir? Ja. Werde ich meinen Schatz finden? Was sagte der Alte? Lerne die Zeichen kennen und folge ihnen. Dann lassen wir die 2. Frage. Ich werde meine eigene Entscheidung fällen. Ich würde gern ein Regal für die Kristallwaren anfertigen. Ein Regal? Ja, man könnte es vor dem Laden aufbauen, damit die Leute von unten angelockt werden. Ich kenne das. Die Leute würden im Vorbeigehen dagegen stoßen. Die Gläser gingen zu Bruch. Ach, wenn ich als Schafhirte sämtlichen Gefahren ausgewichen wäre, hätten die Schafe nie gutes Futter oder feine Kräuter erhalten. Aber wozu? Der Verkauf floriert. Ich lebe besser. Du wirst bald das Geld für deine Schafe zusammengespart haben. Warum noch mehr vom Leben fordern? Weil das Leben will, dass wir den Zeichen folgen. Du meinst die Pyramiden aufsuchen? Ja. Kein Mensch durchquert die Wüste, um die Pyramiden zu sehen. Es sind doch nur Steinhaufen. Du kannst dir im Garten selbst eine Pyramide bauen. Du hast wohl nie Träume. Ich mag Veränderungen nicht. Spanisch. Du bist also auch kein Araber. Und du bist bestimmt Engländer. Auch einer, der Bücher liest und an Bücher glaubt. Was liest du? Ein Werk über Alchemie.
Aber ich glaube nicht an Buchstaben, nur an das Experiment. Wozu denn die ganzen Bücher? Um diese Zeilen zu deuten. Aber das Entscheidende sind die Experimente im Labor, wo versucht wird, das Metall zu reinigen, um seinen Ursprung... Metall zu reinigen? Die Alchemisten glauben, wenn man ein Metall über mehrere Jahre erhitzt, würde seine ursprünglichen Eigenschaften verlieren. Und an deren Stelle bliebe nur die Weltenseele zurück. Die Weltenseele? Dadurch ist es dem Alchemisten möglich, alles auf der Erde zu verstehen. Die Weltenseele ist die Sprache, die alle Dinge miteinander verbindet. Die Weltenseele, das höre ich nicht zum ersten Mal. Wenn ich mir etwas aus ganzem Herzen wünsche, dann bin ich der Weltenseele nahe. Du sprichst wie ein Alchemist. Und du hast Glück. Heute Nachmittag zieht eine Karawane nach El Fayum. Wie heißt du? Fatima. Das ist der Name, den wir auch in Spanien kennen. Das ist der Name der Tochter des Propheten. Zwei Menschen begegnen sich. Ihre Augen haben sich gefunden. Das Lächeln des einen spiegelt sich in den Augen des anderen. Die ganze Vergangenheit und die Zukunft haben ihr Gewicht verloren. Es gibt nur noch diesen einen Augenblick. Und die absolute Gewissheit, dass alles unter der Sonne von der gleichen Hand geschrieben wird. Seit meiner Kindheit träume ich davon, dass mir die Wüste das größte Geschenk meines Lebens bringen würde. Das Geschenk bist du. Ich möchte, dass du weiterziehst und deinen Schatz suchst. Erfülle deine Bestimmung. Aber... wenn man sich liebt, muss man dem geliebten Menschen doch nahe sein. Manchmal bringt uns die Wüste unsere Männer nicht zurück. Dann finden wir uns damit ab. Doch sie leben weiter. In den Wolken. Sie werden Teil des Ganzen. Santiago sah zwei Sperber am Himmel. Einer der Vögel stieß auf den anderen herab und griff ihn an. Ein Heer ist im Anmarsch. Morgen werden wir dieses Gelübde brechen. Bewaffnet werden wir den Feind erwarten. Für jeden 10. getöteten Krieger erhältst du eine Goldmünze. Sollte morgen jedoch keine Waffe zum Einsatz kommen, wird mindestens eine benutzt werden. Für dich. Wer wagt es, den Flug der Sperber zu deuten? Ich wagte es. Du? Ich wagte es. Wieso hast du den Flug der Vögel gedeutet? Ich habe nur gelesen, was die Vögel mitteilen wollten. Sei vorsichtig mit deinen Vorhersagen. Ich wollte nur deinen Mut prüfen, denn Mut ist die wichtigste Gabe für den, der die Sprache der Welt sucht. Mein Herz will nicht, dass ich weiterziehe. Es ist ganz natürlich, Angst zu haben, alles zu verlieren, was man erreicht hat. Warum soll ich dann auf mein Herz hören? Weil du es nie zum Schweigen bringen kannst. Und wenn es mich nur täuscht? Dann ist es wie ein Hieb, auf den du gefasst bist. Wenn du dein Herz kennst, wird nichts unerwartet kommen. Du wirst deine Träume und Wünsche kennen. Mein Herz.
Herz fürchtet sich vor dem Leiden. Dann sag ihm, dass die Angst vor dem Leiden weit schlimmer ist als das Leiden selbst. Und dass noch kein Herz daran gelitten hat, Träume zu erfüllen. Denn jeder Augenblick des Suchens ist eine Begegnung mit der Ewigkeit. Jeder Augenblick des Suchens ist eine Begegnung mit Gott. Das sind Spione! Wir sind nur Reisende. Was sucht ein Fremder in einem fremden Land? Er bringt euch Geld, um es eurem Stamm anzubieten. Du hast ihm mein ganzes Geld gegeben. Alles, was ich in meinem ganzen Leben verdient habe. Was würde es dir nützen, wenn du sterben müsstest? Versinke nicht in deiner Verzweiflung. Sonst kannst du dich nicht mehr mit deinem Herzen verständigen. Die Pyramiden. Die Pyramiden. Ein Skarabäus. Ein Skarabäus, das ist ein Symbol für Gott. Was tust du da? Ich bin auf der Flucht. Ich brauche Geld. Was versteckst du da, ne? Ich habe nichts versteckt. Sicher hast du Gold im Sand vergraben. Krabst du da aus? Ich habe nichts versteckt. Ich suche nur nach einem Schatz. Ich hatte einen Traum, dass bei den Pyramiden ein Schatz vergraben sei. Danach suche ich jetzt. Ich habe nichts mehr. Ich suche nur den Schatz. Das Gold war sicher gestohlen. Nein. Du wirst nicht sterben. Du wirst leben, um zu lernen, dass man nicht so dumm sein soll. Genau an dieser Stelle hatte ich vor 2 Jahren auch einen Traum gehabt. Ich träumte, dass ich nach Spanien gehen und auf dem Land eine zerfallene Kirche suchen sollte, wo die Hirten mit ihren Schafen die Nacht verbringen. Und dass in der Sakristei ein Maulbeerbaum wächst, an dessen Wurzeln ein vergrabener Schatz liegt. Aber ich bin doch nicht so blöd, wegen eines Traumes die ganze Wüste zu durchqueren. Was willst du eigentlich von mir? Fragte die Sonne. Dass du mir hilfst, mich in Wind zu verwandeln. Die Natur erkennt mich als die weiseste aller Kreaturen. Aber auch ich kann mich nicht in Wind verwandeln. Mit wem soll ich denn sprechen? Sprich mit der Hand, die alles erschaffen hat.